Vielfalt, die wir in den Weinbergen haben, durch den Boden, durch die Höhen, durch die Steilheit, das ist ganz typisch für Südtirol. Es geht um diesen ganzheitlichen Ansatz, der mir sehr, sehr wichtig erscheint in der Landwirtschaft. Hey! Diese Symbiose unter den verschiedenen Pflanzen und Tieren, die eben sehr wichtig ist für die Gesundheit und die Qualität der Produkte. Wir befinden uns im Löwengang, einem unserer ältesten Weinberge. Die Anlage wurde 1875 angelegt. Das Holz scheint morsch zu sein und trotzdem sind sie unglaublich lebendig und schaffen eben die Säfte nach oben zu tragen. Und die Weine, wie eben bei einem älteren Menschen, der nicht mehr die Kraft hat, aber die Weisheit, strahlen eben auch diese unglaubliche Eleganz, Harmonie und Finesse aus. Ich heiße Alois Lageda, führe das familieneigene Weingut in fünfter Generation und bin nun dabei, dieses an die nächste Generation zu übergeben. Es waren immer wieder Menschen oder Momente, die mich dazu geleitet haben, zu experimentieren und ständig neue Wege zu suchen, weil sich eben die Voraussetzungen schneller, als wir glauben, ändern werden. Und folglich brauchen wir eine sehr große Weitsicht, weil eine Rebe wird bei uns im Weingut gepflanzt, damit sie 100 Jahre lebt. Eine Möglichkeit, der Klimaveränderung Parole zu bieten, ist, in die Höhe zu gehen. Und deshalb habe ich beschlossen, hier auf 1450 Meter ein Experiment zu wagen, um zu sehen, ob unsere traditionellen Rebsorten auch auf dieser Höhe wachsen. Weil dann kann man natürlich für die Zukunft die richtigen Entscheidungen treffen. Seit Generationen schätzen wir die Partnerschaft mit anderen Weinbauern. Von Salurm über Bozen nach Meran und ins Eisacktal hinaus und wie hier eben im Füllnössertal. Nur durch diese unterschiedlichen Lagen und den gegenseitigen Austausch werden wir die Herausforderungen für die Zukunft meistern können. Wann haben wir letztes Jahr da geerntet? 22 und 23. September. Ja, September. Sehr schön. Weil es geht ja vor allem darum, auch in Zukunft die typische Stilistik Südtirols, diese natürliche Eleganz, die Finesse und die Lebendigkeit der Weine zu erhalten.